Hallo und herzlich willkommen bei den Games World Daily News vom Mittwoch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Themen heute. Horizon Zero Dawn Patch 1.13 ist da. Genau, das Making Games Festival kommt und zwar schon nächste Woche. Genau. Dann Titanfall 2 Termindetails und ein neues Video zum Störimpuls DLC ist erschienen. Und StarCraft, die kostenlose Version des Klassikers, ist jetzt offiziell erschienen. Genau, und dann machen wir natürlich wieder ganz viel Community heute. Dazu aber später. Wir fangen an mit Horizon Zero Dawn. Das ist ja eigentlich eins der besten Spiele, die dieses Jahr so erschienen sind. PS4-Exklusivtitel allerdings nur. Und da gibt es jetzt einen Patch, nämlich 1.13. Das Update könnt ihr euch runterladen, ganz normal. PS4, da geht das ja eigentlich automatisch. Und mit der Aktualisierung führen die Entwickler von Guerilla Games eine von den Spielern lang erwartete Funktion ein. Genau, das Abspielen von Hintergrundmusik, ja. Das wurde sich von den Fans schon lange gewünscht und das ist jetzt mit Patch 1.13 endlich da. Damit ist es fortan möglich, mit einer eigenen Tracklist durch das PlayStation 4 Abenteuer also zu reisen. Mhm. Das ist bei vielen anderen Spielen ja auch schon möglich und bei Horizon jetzt eben auch. Genau, Horizon bietet ja eine große Open World und da kann man jede Menge tun und wer dann irgendwann die Musik leid ist vom Spiel, ja, und da seinen eigenen Soundtrack haben möchte, kann er jetzt einspielen, eine coole Sache. Es gibt außerdem die Möglichkeit, und da freue ich mich auch drüber, beziehungsweise ich würde mich darüber freuen, wenn ich das Spiel nicht schon längst durchgespielt hätte, dass man Schatzkisten mit nicht benötigten Gegenständen wieder fallen lassen kann. Du musst dir vorstellen, du findest in dem Spiel halt lauter Schatzkisten und mit mehr oder weniger nützlichen Gegenständen. Du kriegst von jedem Händler irgendwie eine umsonst und ich hatte am Ende, aber das Inventar ist eh nicht so groß, hatte ich dann, keine Ahnung, gefühlt 50 Schatzkisten, die ich einfach nicht mehr loswerden konnte, weil ich die nicht öffnen konnte, wenn mein Inventar immer voll war. Mhm. Also von daher, gute Sache. Aber eigentlich so ein Feature, was in vielen anderen Spielen normal ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Dass man Gegenstände fallen lassen kann. Ja, genau. Aber ist ja schön, dass sie es jetzt nachgepatcht haben. Bei den Schatzkisten geht's da, hat man es einfach mal vergessen. Außerdem sind natürlich noch ganz viele andere Sachen, Bugfixes und so weiter. Genau. Den Changelog, den die Entwickler da geteilt haben, den gibt es auf pcgames.de, wenn ihr euch da über die ganzen Fixes im Detail informiert wollt. Aber Achtung, wer es noch nicht komplett durchgespielt hat, da sind noch einige Spoiler in den Changelogs. Also einfach nur den ersten Teil lesen und nicht weiter scrollen. So. Dann, das Making Games Festival. Da hatten wir ja schon mal drauf hingewiesen im Rahmen dieser News. Was ist das Ganze? Das findet statt in Berlin vom 24. bis zum 26. April. Und zwar in der Station Berlin. Das ist so in Berlin-Mitte, ein Veranstaltungsort. Da findet zeitgleich auch die Quo Vadis-Konferenz statt. Das ist so eine Entwicklerkonferenz. Ja, das braucht euch nicht interessieren. Die deutschen Spieleentwickler, das braucht euch nicht so interessieren. Aber da ist halt dieses Making Games Festival auch in diesem Rahmen. Genau. Und das ist an die Spieler gerichtet. Richtig. Mit dem Motto, wir leben Spiele, ungefähr so wie Edeka, die leben Lebensmittel oder lieben Lebensmittel. Aber Spiele leben ist auch, wir lieben auch, also Making Games liebt auch Spiele, nehme ich an, sonst würden sie es gar nicht erst machen. Da kann man so Sachen machen, im Prinzip eigentlich eine kleine Gamescom, also eine Chill Play Areas mit verschiedenen Ausstellern, über 40 noch unveröffentlichte Indie-Games, die man da quasi antesten und sich anschauen kann. Und die beste Best of Quo Vadis Show und den Making Games Talents, bei denen sich die Entwickler von morgen über ihren Einstieg in die Welt des Gamings informieren können. Also so ein kleiner Jobbörse-Talent-Campus quasi. Genau, also für Leute, die sich mit Spielen jetzt erstmal, also junge Leute, die sich mit Spielen beschäftigen wollen und einen Einstieg in die Branche, ins Entwickeln finden wollen, da sind sie an der richtigen Adresse. Und vor allen Dingen die Spieleindustrie ist ja auch ein spannendes Entwicklungsfeld. Da werden ja auch Unsummen umgesetzt und das ist ja auch ein Wachstumsbereich sozusagen. Ja. Und viele Leute haben ja Interesse, da auch zu arbeiten. Jetzt nicht nur wie zum Beispiel wir hier auf der journalistischen Seite, also dass wir über Spiele schreiben, Videos machen, drüber reden und so weiter, sondern natürlich auch auf der Entwicklerseite, also überhaupt ein Spiel zu programmieren. Auch da gibt es ja auch immer mehr Sachen, die dann hier aus Deutschland kommen und da könnt ihr euch dann darüber informieren. Es gibt aber auch noch was ganz Besonderes, ja, und für mich als alten Star Trek-Fan ist das auch eine ganz, ganz schöne Sache, und zwar könnt ihr dort das VR-Spiel Star Trek Bridge Crew von Ubisoft antesten. Wer davon noch nichts gehört hat, das ist ein VR-Spiel und da kann man quasi auf der Brücke verschiedene Enterprises sein,
Also man ist halt in dieser Welt und dann verschiedene Missionen quasi. Nur Enterprise oder auch Voyager? Oder, Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß. Das Witzige ist nämlich, das Spiel, das konnte man einmal auf der letzten E3 anspielen. Da wurde es, glaube ich, auch angekündigt. Und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Und jetzt erscheint schon bald und auf dem Making Games Festival könnt ihr das dann auch spielen. Genau. Also genannt ist hier tatsächlich Enterprise NCC 1701. Das ist die klassische, wo Captain Kirk immer rumfiel, die USS Aegis. Das ist ein Raumschiff, das eigens für dieses Spiel neu erschaffen wurde. Und ja, schaut euch das einfach mal da an, wenn ihr mögt. Und zwar einen Monat vor überhaupt Release könnt ihr das machen. Da exklusiv quasi auf diesem Making Games Festival. So, wenn ihr da jetzt Bock drauf bekommen habt, das Ganze, wie gesagt, in Berlin vom 24. bis zum 26. April. Wir werden da, ich oder Dominik oder so, wir werden da sicherlich auch mal rumspringen abends, weil wir da auch ein bisschen filmen natürlich. Vielleicht trifft man sich ja sogar, wenn ihr uns seht, dann sprecht uns gerne an, wie ihr da jetzt hinkommt, was das Ganze kostet, die Ticketpreise und so. Es gibt auch, wenn ihr da an mehreren Tagen hin wollt, gibt es auch so ein Gesamtticket, so ähnlich wie bei der Gamescom. Das findet ihr raus auf www.makinggamesfestival.com. Spannende Veranstaltung, schaut es euch mal an, wenn ihr Bock habt. Genau. Ja. Titanfall 2 bleibt auch weiterhin spannend, weil Titanfall 2 hat einen sehr unüblichen heutzutage eigentlich DLC-Plan. Denn alle DLCs von Titanfall 2 sind kostenlos. Und jetzt ist der nächste DLC mit dem Namen Störimpuls erscheint am 25. April. Und der heißt genau Störimpuls im Grenzland, beziehungsweise halt dann auf Englisch A Glitch in the Frontier, hört sich ein bisschen besser an, finde ich. Also ja, die ganzen Enthalten sind die Multiplayer-Maps A Glitch und Dex sowie der neue Todgeweiht-Modus. Das klingt ja auch ziemlich martialisch auf Deutsch, ne? Wahrscheinlich ist das dann im Englischen auch wieder komplett anders, dass das wie irgendwie ganz normal heißt. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die so Komfortgeschichten sind halt dabei. Zum Beispiel das Generationenlimit für Piloten wird erhöht und dem Hauptmenü wird auch ein neuer Look verliehen. Du hast es schon gesagt, kostenlos für alle Plattformen. Und das ist ja heutzutage, das können wir ja gar nicht genug loben, dass sowas passiert. Ne? Weil meistens wollen die Leute ja Kohle sehen oder gleich einen Season Pass und die werden ja auch nicht mehr günstiger. Genau. Wir bleiben bei kostenlos. Bei kostenlos, nämlich StarCraft gibt es ja auch kostenlos, nicht nur jetzt auf dem Public Test Realm von Blizzard, sondern jetzt auch offiziell und ab sofort quasi. Und das ist das Hauptspiel. Also man muss dazu sagen, im Sommer kommt ja die Remaster-Version raus. Das darf man nicht verwechseln. Weil das ist das Hauptspiel von 1998 mit der Erweiterung Brood War, die tatsächlich im selben Jahr noch erschienen ist. Ja. Das erste ist, glaube ich, im Frühjahr erschienen und dann im November Brood War, was heute eigentlich undenkbar. Und, es ist ja eigentlich DLC heutzutage. Genau, ja. Und Brood War, das wissen ja die ganzen StarCraft-Veteranen unter euch, die haben das Ding ja dann nochmal erst richtig spannend gemacht. Ja. Also Brood War war ja dem Hauptspiel überlegen einfach in allen Bereichen. Hat auch dann halt mit dem Charakter Kerrigan quasi weitergesponnen. Ne? Die taucht das hat den ganzen StarCraft-Mythos eigentlich erst so richtig... Richtig, genau. Die tauchte zwar auch schon im Hauptspiel auf, aber da wurde es halt richtig ausgebaut als Queen of Blades. Also, es geht hier um die StarCraft Anthology Edition. Wo Brood War eben auch schon dabei ist. Und das gibt es jetzt kostenlos. Außerdem gibt es noch eine neue Patch-Versionsnummer. Da lassen sich Blizzard auch nicht lumpen, das Spiel auch nochmal zu patchen nach fast 20 Jahren. Mhm. Und das ist die Versionsnummer 1.18. Dieser Patch bietet dann einen Fenstermodus, einen Observer-Modus sowie eine Autosave-Funktion für Replays und ein verbessertes Matchmaking für populäre Maps, damit man da einfach, wenn man weiß, die drei Maps, die werden sowieso hauptsächlich gespielt, dann findet man da einfach schneller Matches. Und Bugfixes gibt es natürlich auch noch und ganz viele andere Sachen im Detail. Das könnt ihr euch dann auf der Blizzard Homepage auf dem Changelog anschauen. Und endlich die Windows 10 Besitzer zum Beispiel unter euch, die vielleicht vor Probleme hatten, das alte Ding ans Laufen zu kriegen. Ja, nicht nur Windows 10, Windows 7, Windows 8 gab es auch Probleme. Also das sollte auch alles gefixt sein mit diesem Patch. Schaut euch das Ganze einmal an in dem Blizzard Store, da werdet ihr das sicherlich finden. So, und dann kommen wir auch schon zum Community-Teil. Wir haben gefragt,
was ihr vom Thema Cosplay haltet. Wir hatten ja gestern hier in den News dieses Thema von diesem Cosplayer, Fallout 4 Cosplayer, der für so einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Und wir hatten übrigens auch zur Star Wars Celebration gestern ein Video, hatten wir schon angekündigt, ist gestern auch live gegangen. Falls ihr es verpasst habt, schaut es euch an, ist in der App zu finden. Ganz viel Cosplay da auch. Da gibt es auch den Cosplay von Star Wars. Aber das hat uns so zu der Frage gebracht, was ihr überhaupt so generell vom Thema Cosplay haltet, ob ihr das vielleicht sogar schon mal gemacht habt oder wie ihr das seht. Und wir haben da sehr viele Antworten drauf bekommen. Erstmal dafür vielen Dank. Das Thema hat wohl einen Nerv getroffen. Ja, McOne Racer hat geschrieben, Games World, also an uns, Games World, Cosplay an sich ist wirklich ein cooles Hobby, aber nur für die, die dafür Zeit und Nerven haben. Mich interessiert es, aber da bin ich zu faul, um damit anzufangen. Trotzdem, auf der Gamescom ist es jedes Mal eine Freude, so viel gut gemachte Cosplays zu sehen. Ja, und das muss ich sagen, das ist ja auch viel Arbeit, die dahinter steckt. Ja, das sind ja auch meistens, naja, kann man schon sagen, dass es meistens Mädels sind, die dann auch sehr gut schneidern können. Sage ich mal so. Also wir interviewen ja auch öfters mal so Cosplayer und das sind meistens Leute, die sehr gut sich mit der Materie auskennen, also mit Mode und mit Stoff und mit so weiter. Da muss man auf jeden Fall ein Fable zu haben. Genau, ne? Wenn man so richtig gute Cosplays machen möchte, wo nicht irgendwie einfach nur gekaufte Sachen zusammen sind, dann muss man das halt auch wirklich selbst machen. Weil die meisten Kostüme gibt es einfach nicht zu kaufen. Genau, und das ist ja auch einfach auch uncool, ne, wenn man sich irgendwo in, was weiß ich, in so ein fertiges Kostüm beim Kostümverleih bestellt. Ja, noch dazu hat es dann jeder an. Hat es dann jeder an und so, und das sieht ja auch meistens nicht toll aus. Wo kaufst du dir zum Beispiel eine Master Chief Rüstung oder sowas? Wo kaufst du dir das? Richtig, also genau. Das gibt's ja nicht. Ich habe aber auch übrigens genug männliche Leute schon gesprochen, die da wirklich Interesse haben und das auch machen, und da braucht man einfach ein Faible dafür. Der Jupp Zup, der hat geschrieben, in Bezug auf unsere News, ja, also wenn man nicht gerade mal wie so ein vermeintlicher Amokläufer irgendwie rumläuft, ne, ohne Anlass, dann findet er es gut, denn er kommt aus Köln und da findet ja auch die Gamescom statt jedes Jahr. Und für ihn ist es immer so ein Erlebnis, was Cosplay angeht. Man sieht wirklich beeindruckende Outfits, in denen eine Menge Arbeit drin steckt. Also, ja, wie Karneval im Hochsommer. Das ist ja auch eine Art Cosplay. Ja, auf der Gamescom haben sie ja mittlerweile sogar eine eigene Halle fast schon mit ihren ganzen Cosplays. Ja. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil dadurch zensiert sich das ganze Cosplay in einer Halle und auf den anderen Hallen sieht man dann nicht mehr so viel davon. Das stimmt, ja. Das war früher ein bisschen gemischter. Da hast du dann öfters mal irgendwo Cosplays gesehen. Und jetzt muss man, wenn man Cosplay sehen will, tatsächlich in diese eine Halle gehen, weil da sich alle treffen. Genau. Black Wolf hat auch geschrieben, selber habe ich da keine Ambitionen, aber auch Veranstaltungen wie die Gamescom haben mich die Cosplay absolut begeistert. Mit wie viel Engagement und Kreativität die an ihre Sachen arbeiten und mit Spaß ihre digitalen Helden feiern. Ja, also er findet es auch gut. Naja, ich würde es auch ehrlich gesagt selbst nicht machen. Es ist mir einfach zu viel Arbeit und ich kann es einfach nicht so gut. Mir geht's auch so, ich kann es halt einfach nicht. Ich würde es, glaube ich, schon ganz gerne machen, aber ich kann es halt einfach nicht. Und ich habe auch andere Hobbys. VD29 übrigens, ja, der sagt einfach, Cosplay findet er gut, aber höchstens im Schlafzimmer. Okay. Da gibt es auch Cosplay. Da gibt es eine andere Art von Cosplay. Der Voodoo sagt, ansehen tue ich es gerne, selbst machen würde ich es nicht. Ist genauso meine Meinung dazu. Also anschauen immer gerne, wenn es gut gemacht ist, und selber machen eher nicht. Genau. Prolo Gaming schreibt, ich bin ja eher der Typ Leben und Leben lassen. Ich finde das für mich schon zu extrem nerdig, geekig, einfach verwirrend. Aber wenn die Menschen Spaß an dem haben, dann ist das für mich natürlich absolut okay. Ja, das kann man einfach nur so unterschreiben. Ich habe meine Methoden, aus dem drögen Alltag eine Weile zu entfliehen und abzuschalten. In seinem Fall ist es halt Motorradfahren oder natürlich Zocken. Und die basteln sich halt gern solche Verkleidungen und geben sich halt gern als eine Comicfigur oder dergleichen aus. Aber zu Fasching oder Karneval verkleiden sich Leute ja auch. Nur ist man da halt Pirat, ein Cowboy und dergleichen und nicht gerade Nariko Kratos oder der Master Chief. Schlimm wird's, wenn die Menschen dann zu sehr in diese Rolle schlüpfen und nicht mehr sie selbst sind. Und genau genommen hat er gesagt, ja. Wenn er dann mit seinem Motorrad auf einer Ausfahrt ist, macht er ja quasi Cosplay von Ride 2. Stimmt, ja. Genau. Und, aber nicht runterfallen, ne? Weil das gibt es ja auch in Spielen. Ne? Ja, also da auch nicht übertreiben und nicht zu sehr eins werden mit dieser Rolle. Genau. Und aktiver Junge schreibt sogar, das ist jetzt so der Einzige, der eigentlich gar nicht so was von Cosplay hält. Er sagt, beinahe Geld aus dem Fenster werfen.
findet er. Und kann man auch so sehen. Also man muss ja nicht alles mögen. Danke für euer tolles Feedback zu dem Thema. Auch heute werden wir uns eine Frage des Tages überlegen. Hoffen da natürlich auch weiter auf rege Beteiligung. Warum kündigen wir die Frage nicht immer so an? Weil häufig ergibt sich das erst so am Tag. Ne? Manchmal gibt es dann irgendwelche Entwicklungen oder manchmal so. Manchmal poppt ein Thema erst ein Thema im Laufe des Tages auf. Und das ist dann vielleicht interessanter als das, was man gerade in den News hatte. So sieht's mal aus. Und langweilen wollen wir euch auf keinen Fall. Auch mit unseren Videos natürlich nicht. Gestern haben wir schon angekündigt, das Full Throttle Remake Let's Play wird dann hoffentlich heute stattfinden. Wir sind gerade auch in der Vorbereitung. Ich habe es ja schon ein bisschen gesagt. Making Games Festival, da werden wir natürlich auch vorbeischauen. Es gibt noch andere Veranstaltungen nächste Woche. Wie gesagt, die Covadis, der Deutsche Computerspielepreis gibt es auch. Auch da werden wir vorbeischauen. Das beschäftigt uns derzeit so ein bisschen. Aber natürlich arbeiten wir im Hintergrund an frischen Videos für euch. Das Cosplay-Video lege ich euch nochmal sehr ans Herz. Diese Woche wird auch sicherlich noch was sehr, sehr Spannendes zu Dawn of War kommen, zum neuen Dawn of War. Was darf ich noch nicht verraten? Sonst kommen die Embargo-Polizei und erschießt mich. Ja. Ja. Das wäre nicht so schön. Damit sind wir durch. Wie immer, wenn ihr uns auf YouTube schaut, fleißig kommentieren, Daumen hoch und abonnieren, falls noch nicht geschehen. Gerne auch mal teilen, wenn euch eine News besonders gut gefällt. Das können wir gebrauchen. Ihr wisst ja, YouTube ist riesig. Da gibt es unglaublich viele Formate und Videos und so. Und da hilft dann natürlich das, um uns ein bisschen bekannter zu machen auch. Und man sieht an unseren Zahlen, es funktioniert. Es geht nach oben. Es geht nach oben und daran seid ihr, jetzt hätte ich fast gesagt, schuld, ihr seid dafür verantwortlich und das ist ganz toll, dass ihr das macht. Das bestärkt uns natürlich daran, hier die Formate auszubauen, noch mehr für euch zu machen. Der Olli hat ja auch ein Wochenformat jetzt für euch. Da gibt es ja jedes am Wochenende immer die News. Diese Woche dürfen wir das dann das erste Mal machen, weil der Olli nämlich in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Und ja, ich rede eigentlich wieder schon viel zu viel. Die News sind nämlich schon längst vorbei. Und damit bis morgen. Bis morgen. Viel Spaß und in der App gucken, was wir Tolles an neuen Videos haben. Tschüss.